None shall pass. Ja. Halt's Maul. None shall pass. Ruhe. Also, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von None shall pass. Monkey Island. Wir spielen hier, wir sind immer noch beim Troll. None shall pass until you pay the toll. Und... Oh, sorry. Und probieren zweitens die Sachen, die wir haben. Hat er gesagt, wenn wir drei Sachen hingeben und wir haben drei Chancen, wenn es dann nicht weiß, was er will, dann frisst er uns auch. Gib ihm nochmal Fleisch, wenn er Hunger hat. Wenn ich den Gib finde, da ist Gib. None shall pass. That's pretty useless. Ja. But it's not what I want. Er wollte doch was Nutzloses, oder? None shall pass. Dann geben wir ihm mal Hühner. None shall pass. That's pretty useless. But it's not what I want. Wir haben jetzt schon dreimal gesehen, er wird uns nicht auffressen. Sollte ich mich nicht irren, will er den Fisch. Ah, a red herring. Ja. Pass. Damit läuft mir zum Troll vorbei. Sehr toller Troll. Der die Macht hat, weil es wohl George Lucas war. Gehen wir weiter zu den Lichtern, da wollten wir letzte Folge schon hin. Oh, die Musik ist so göttlich. Hört mal zu. Oh. I don't see anything special about it. Welcome to Stan's previously owned vessels. I'm off searching the globe right now for the finest in previously owned marine transportation. Have a look around. I'll be right back. Stan. So, hinten haben wir schon Schiffe. Das ist natürlich das Beste. Aber dass man nach hinten laufen muss, weiß ich auch nicht. Das hätte man vorne sehen können. Fixer-upper. Ja, leicht. Das ist noch gut gesagt. Versuche gut mit Fumo-Ökonomie. Oh, die Musik ist so geil. Ich liebe diese Musik. Dull, dull, dull. Es ist ein Boot. Was erwartest du? Okay, da haben wir uns auch ein Wikinger-Schiff verlassen. Da ist eine Croc-Maschine. Nicht benutzen. Kann ich die nicht beobachten? Grog. Diet Grog. Diet Grog. Cherry Grog. Cherry Grog. Grog Classic. Caffeine Free Grog. And Root Beer. Wer will schon koffeinfreien Grog? Naja. Dann sehen wir mal, ob wir nicht die Goldmünzen reinschmeißen können. Benutze Goldstücke mit Grogmaschine. Nothing. I'm not stupid enough to do that twice. Aber ich. Ich würde es gerne machen, ja? Leck mich doch, Geilbrosch. Gehen wir zum Haus. Sword. Captain Smirk's Big Body Pirate Gym. Prices. Sword training, 30 pieces of weight. Cannon firing, 160 pieces of weight. Balls extra. Grappling hook, 130 pieces of weight. Hook extra. Öffne mal die Tür. I think I'll knock. Ja, da klopft, sonst geht's aber rein. Be polite. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Hey. Could you train me to be better than the Swordmaster? Better than the Swordmaster? You? You could never be half the sword fighter Carly is. Even with hours of hard work and sweat and blood. I remember fighting side by side with Carla at Port Royal. The local constabulary had us cornered. It looked like we were done for, but then she said,
But I digress. You just don't have what it takes. Hey. I do so have what it takes. Natürlich. You do not. Doch, sehr wohl. I do so. You do not. I do so. No, I like your spirit. I'll do what I can. Of course, it'll cost you. What do you got? Ich habe, ich dachte, sie würden das umsonst tun. I figured you'd do it for free. Well, you figured wrong. What else have you got? All I have is this dead chicken. This isn't one of those rubber chickens with a pulley in the middle, is it? Doch, genau. Ja, das ist I've already got one. What else have you got? Ja gut, dann habe ich sonst nichts. I think I'll wait. Thanks anyway. Okay. Fine. Stay a spineless speck of spider spit. Hey. Das ist nicht fair. Das ist ganz und gar nicht fair. Wieder uns beleidigt, hey. Das ist voll der miese Sack. Dann gehen wir mal zu Ufer. Also jetzt ein ganz solchen Downgrade noch von unheimlich langsam ist. Unfassbar langsam. Oh, lauf zu schneller, Guybrush. Was war denn hier? Hässlicher Pirat. Hässlicher Pirat, du bist so hässlich. Steht selbst hier dran, dass du hässlich bist. Schon bitter. Hook Island. Restroom. Was ist das? But in a cheerful sort of way. Und gehen wir hoch zum Pfahl. Geh zu fahren, Mann. So, jetzt habe ich die Frage, wie kommen wir da rüber? Wir haben ja eigentlich nichts, womit wir rüber können, oder? Doch, denn wir haben ein Rubber Chicken. Alter. Benutze Hühner auf Kabel. Hier ist es nützlich geworden. Aber man braucht immer ein Gummihühnchen mit einem Haken. Gehen wir mal auf Hook Island, gehen wir zum Haus. Geh zur Tür, öffne Tür. Und mal sehen. So, und da macht es sich wieder einfach auf. Da kommt es dann nicht an, weil es polite ist. Nein, der geht einfach rein. Hi. Hey! I don't like visitors. Who are you? Warum hast du dann ein riesiges Schild drauf? Egal. Ich bin Bobbin Threadbar. Bist du meine Mutter? Ich bin ein Pirat. Kanonenkugelkopf. Wer bist du? Entschuldigung, aber draußen steht, hier wäre eine Toilette. Das stimmt sogar. Ich bin I'm ein Pirat. A pirate cannonball head. Who are you? My name's Meathook. And I think you've got a little attitude problem. Und ich glaube, du hast zu wenig Haare. Well, I think you've got a little hair problem. Jeez, you just don't know when to quit, do you? Obviously, neither did your barber. Why, you? Ich liebe die Konversation bei Monkey Island. So geil. So geil. I suppose you've come to invade my peaceful home and insult me again, eh? Ja, aber diesmal. I'm Bobbin Threadbare. Are you my mother? No, your mother was a duck. Now beat it. Hey. Excuse me, but the sign said there were restrooms in here? Sorry, but that sign's a little out of date. I used to have a thriving tourist business here. I had animal wax, tattoo demonstrations, souvenirs. But there was a little accident with one of the trained animals. One of our guests was hurt very badly. So I was shut down, put out of business. And since then, I've lived here all alone. And the only company I have is the same beast that mauled that unlucky tourist.
The same beast that made me a hermit. A monster that, just by coincidence, is identical to one what attacked me when I was just a child and left me with these hooks instead of hands. A deformed man. Jeez, now I'm all depressed. Thanks a lot. Can't you just leave me alone now? Nein. What was your name again, Cannonballhead? Look, I told you not to call me that. My name's Meathook. My name's I still have Meathook. A little attitude problem. Stimmt sogar. Du hast immer noch zu wenig Haare. Entschuldigung, ich wollte dich nicht grauen. I'm sorry, I didn't mean to call you Cannonballhead. No. That's okay. I'd rather have a cannonball head than a ponytail. I meant to call you Chrome Dome. Why you? Hey, hat mich zuerst beleidigt. Hab mich nur gerecht. Ach komm. I suppose you've come to invade my peaceful home and insult me again, eh? Ja. Wäre nicht schlecht. What was your name again, Cannonballhead? Look, I told you not to call me that. My name's Meathook. And you still have a little attitude problem. Ja, trotzdem. Naja, entschuldige. I'm sorry, I didn't mean to call you Cannonballhead. That's okay. I'd rather have a cannonball head than a ponytail. Than a ponytail? Hey, you've got a pretty good sense of humor. Ha, wanna yeah. See something really funny? Ha. Ja. Das ist dann ein Bild einer glatzköpfigen Familie. Like what? A picture of your whole bald family? Jeez, you just don't know when to quit, do you? I'm sorry, I was just trying to be funny. Dann sind wir nur wieder rausgeschmissen. You want to see something funny? Haha, watch this. Say hello, Roger. Hello, Roger. Pretty good, eh? I got a whole routine, but I don't have the time to do it all right now. Maybe if we're ever on a long ocean voyage together. But until then, I'm a very busy man, so... Could you show me that neato tattoo thing again? Well, okay, but just one more time. Haha, watch this. Say hello, Roger. Hello, Roger. Okay. Oops, I just realized that this is the wrong house. Oh, okay. Have a nice time on Melee Island. Say goodbye, Roger. Goodbye, Roger. So. Wir können nicht so einfach rüber, oder? Wir müssen wieder das Huhn verwenden und alles, oder? Da hatten sie vor allem einen neu programmierten Teil, also nicht einen neu programmierten Teil, aber wo sie das verbessert haben, der Grafik, also das ja zum Beispiel auch verbessern können. Dass man da nicht einfach jedes Mal diese scheiß Huhn benutzen muss, sondern einfach rübergehen kann und dann benutzt er das Huhn automatisch. Wow, it works both ways. That's some chicken. Oh ja, das ist wirklich ein starkes Huhn. Nein, ich gehe zu Schild. Ich will hier weg. I wanna go. I wanna go. I wanna go. Geh zu Pfad. Gehen wir mal zur Gabelung. Geh zu Pfad. Untersuche. My, what an unusually bright yellow they are. In der Tat. Wo ist es? Wo ist es da? Nimm. Geh zu
Pfad. Geh ins Pfad. Geh zu Pfad. Okay, gehen wir mal zurück ins Dorf. Benutze gelbes Blütenblatt mit Fleischhaufen. Untersuche Fleisch mit Zutat. Das weiß man natürlich noch, wenn man Monkey eingespielt hat, man muss das Fleisch vergiften für die Hunde. Und ich überlege gerade, ob wir noch hier was machen können gerade. Oder ob wir einfach mal zur Gouverneurin gehen sollen. Zur Gouverneurin Marley. Ich denke, das machen wir auch. Ich weiß gerade echt nicht mehr, was wir noch machen können. Ich meine, dem kommen wir... Da können wir nicht... Excuse me, but the... Now it's only you again. Nicht nochmal erraten? I just want a map. Shh. Pipe down, will you? Ja. That ugly sheriff might be around here. Now then. Jo, könnte sein. Let's talk business. Ja, eine Karte. You wanna buy a map to the legendary lost treasure? Da Fuck, was war das? Malay Island? Das habe ich nicht rausgekriegt, das ging von alleine. Naja, seit da. Only one in existence. Ja, möchte ich. Rare. Very rare. Very rare. Only 100 pieces of 8. Hab ich nicht. Ich hab nicht genug Geld. I don't have enough money. Ja, im Moment habe ich gerade noch ein Gold. Buzz off, kid. It's bad for business. Ach, halt dein Maul. Dann gehen wir mal zu Gouverneurin Marley. Denn wir können jetzt ja die Hunde einschläfern, natürlich nur. Müsste zumindest jetzt ohne Probleme klappen. Oh, die Folge ist schon viel zu lang. Muss sie hier beenden, das mit der Marley machen wir nächstes Mal. Bis dahin, hoffe, hat euch gefallen. Und so weiter und so fort. Schaltet nächstes Mal wieder rein. Auf Wiedersehen und tschüss.